wir denken immer, wenn, was wir an einem Tag machen, ist nur der eine Tag. Aber fuck mal, jeder Tag ist der gleiche. Wir denken immer, morgen wird alles anders. Es wird morgen nicht anders. So, und wenn du was, so wie du es heute machst, machst du es morgen wieder. Du kannst dich jeden Tag 0,1% verbessern. Aber wenn man denkt, man entscheidet sich gerade zwischen Lernen und Netflix, dann entscheidet sich nicht zwischen Lernen und Netflix. Oder entscheidet sich zwischen Wahl und der anderen Leben. Das ist für ihn. Und das ist in jeder Fall eine Entscheidung. Wer kennt das, ich weiß nicht, wie das Buch heißt, The One You Feed? Heißt das Buch so? Wer kennt diese Metapher mit den zwei Wölfen? Der schwarze und der weiße Wolf, der in dir wohnt? Wer kennt das? Nur Vicky? Ich glaube, sowas in die Richtung, aber jetzt nicht. Das ist genau das Beispiel mit den Wölfen. Ich habe das Buch selbst nicht gelesen. Ich glaube, die Story geht ungefähr so, dass irgendwie so ein Indianer-Jüngling irgendwie so zu den Häuptlingen geht, irgendwie so nachts am Lagerfeuer und meint so, ja, erzähl mir eine Geschichte, die mir was fürs Leben bringt oder so, irgendwas, was ich wissen sollte. Und dann sagt der Indianer-Häuptling, guckt ihn halt so richtig tief in die Augen, so das ist halt nur sie zwei so am Lagerfeuer, so Schüler-Mentor-mäßig, guckt ihm so in die Augen und meint so, in dir leben zwei Wölfe. Der Indianer-Junge denkt sich so, hey, what the fuck, so, ich hab Angst vor Wölfen bekommen. Warum wohnen die in mir? So, scheiße, Mann. Und dann sagt er, was für Wölfe? Und dann sagt der Indianer-Häuptling, es gibt einen schwarzen und einen weißen Wolf in dir. Der weiße Wolf, Freiheit, Glück, Durchsetzungsvermögen, Liebe für andere, Empathie, das Maximum aus deinem Leben ausbrüllen, Zufriedenheit, Ehrlichkeit, Vertrauen, alle positiven Eigenschaften, die du eigentlich und Emotionen, Gedanken, die du erleben möchtest. Und der schwarze Wolf wird sagen, Hass, Gier, Nachlässigkeit, Angst, Zweifel, falscher Stolz, Unzufriedenheit, Trennung. Und dann meint der Indianer-Jüngling, okay, und jetzt? Meint der Indianer-Häuptling, jeden Tag kämpfen diese beiden Wölfe in dir gegeneinander. Jeden Tag. Und dann hat der Indianer-Jüngling gefragt, ja, und wer gewinnt davon beiden? Dann hat der Häuptling gesagt, den du findest. Und das ist fucking true, man. Alles, was wir. Alles, worauf wir uns konzentrieren, wird mehr. Das ist heftig. In dem einen Moment, wenn du heute lernst oder auch hier nur, wenn du dich hier einmal dazu mehr überwindest, eine Angst mehr zu teilen, dann hast du nicht nur in diesem Moment einmal eine Angst mehr geteilt. Du hast die Wahrscheinlichkeit für die Zukunft signifikant erhöht, dass du nochmal eine Angst teilen wirst. Und wenn du dich heute einmal mehr ins Fitnessstudio gehst, dann bist, ob du heute ins Fitnessstudio gehst oder nicht, das ist scheißegal. Es ist scheißegal. Du kannst heute 8 Kilo Zucker fressen. Ich weiß nicht, ob man da dabei drauf geht. aber wenn du, versteht ihr, wenn du nicht dabei drauf gehst, dann ist es für dein Leben, obwohl es richtig fatal ist, wahrscheinlich zu 100% egal. Das, was es nicht egal macht, ist, dass du dir am nächsten Tag denkst, naja, also wenn ich heute nur 500 Gramm esse, dann ist das ja eigentlich gar nicht so viel. Das ist das Problem. Und auch, du kannst einen Tag haben, wo du den ganzen Tag nur lernst und perfekt und effizient und so weiter. Du glaubst du nicht ernsthaft, dass nur wenn du einen Tag so krass gelernt hast, du da oben ankommst. Aber der Grund ist, warum du dadurch da oben ankommst, ist, weil du für jeden weiteren Tag diesen Referenzrahmen hast und dir sagst, shit, Alter. Wenn ich doch an dem einen Tag so viel geschafft habe zu lernen und so produktiv, dann schaffst du doch wenigstens heute die Hälfte. Immer nur die Hälfte. Zum Beispiel für mich, ich bin in diesem einen Jahr nach meinem Abitur, das heißt auch schon in der 12., wo ich für mich so richtig krass in Persönlichkeitsentwicklung reingegangen bin und so voll alles mein Leben machen wollte und so extrem krass mir Routinen aufgebaut habe. Ich bin da so hart an so einen Punkt gegangen,
wo ich einfach, es ging einfach, also ich, es gibt so ein, du kannst nicht mehr, dann gibt es, du kannst wirklich nicht mehr, und dann ist, du kannst überhaupt nicht mehr, aber irgendwie, weil du dann so krass im Modus bist, du kannst, weil die gehen aber dein Körper wieder einfach zusammen. Und ich weiß einfach, weil es immer noch so krass diesen einen Moment, wo ich hab den Tag so zutapeziert, ne, mit Zeitplan, jede Minute, jede Sekunde, ich habe das glaube ich in dem Podcast schon mal gezeigt, in der Phase, wenn ich wollte immer um 10 Uhr schlafen gehen und um 6 Uhr morgens aufstehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Gefühl ich in mir hatte, wenn ich meinen Wecker gestellt habe, da stand 22.04 Uhr drauf. 22.04 Uhr. Ob ich da geschlafen gehe oder 4 Minuten früher, ist scheißegal. Aber für mich war der Tag am Arsch. Und es war nicht so, es war wirklich, ich konnte den ganzen Tag perfekt ins Gym, Hausaufgaben, Marketingberichte für dieses Startup, wo ich in der 11. war, alles perfekt gemacht habe. Wenn ich dann am Ende 4 Minuten spät ins Bett war, und zwar psychologisch war auch sicherlich nicht gut und gesund. Aber in dieser Phase war es so extrem, dass ich am Abend immer noch eine halbe Stunde meditiert habe, bevor ich schlafen gehen wollte. Und ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen, dass wenn du morgen schon eine halbe Stunde meditiert hast, dann den ganzen Tag versuchst, wie ein Irrer durchzuziehen und dich eh schon pusht und das halt schon seit 70 Tagen machst und dir jeden Tag denkst, okay, morgen packe ich aber wirklich nicht mehr und dann morgen wieder verkackst, weil du dich durchgezogen hast und dich dann am nächsten Tag wieder pusht, ja, und du bist noch in so einem, ja, dass wenn du dann an einem schlechten Tag, und das geht schon ewig, dich dann spätabends noch in dein, also meine Welt ist zu spät, in dein Zimmer allein ist alles dunkel und du versuchst noch mal eine halbe Stunde nichts anderes zu machen, als auf dein Atem zu machen. Und es ist einfach nur so, schießt du weißt ja, das wissen wir alle, wir wissen immer, was wir zu tun haben. Und du sitzt da, achte einfach nur auf dein Atem, Leo. Einfach nur auf dein Atem machen. Und nach 20 Sekunden denke ich schon, okay, fuck, Alter. Weißt du, ich war gerade im Fit, so übelst krass rücktrieren. Ich so, ich kann es echt nicht machen. Mein Kopf, willenstechnisch schon so am Arsch. Digga, einfach mit der Atem konzentrieren. Und versuche ich wieder hochzugehen. Und ich habe mich fast wie Jesus am Kreuz gefühlt, Mann. No joke. Ich dachte echt so, ich glaube, so fühlt es sich an, sein eigenes Kreuz aufzuhängen. Du musst wieder hoch, du krass klein. Und du versuchst dir rational so zu erzählen, Junge, Alter, einfach nur dein fucking Rücken gerade. Und du fängst so an, Selbstgespräche in dir selbst zu führen. So, ich halte mich doch gerade, aber es geht. Halt doch einfach rein. Es geht aber nicht. Und es ging dann irgendwann so weit, bis ich halt dann wirklich gesagt habe, ich schaff's es. Ich habe fast schon so zu mir selbst geredet, so zu diesem, meinem eigenen Selbst, was so über mir steht und sagt, dass ich das machen soll. Ich war schon so, ich bin nicht gläubig, so, ich schaff das nicht mehr, Mann, ich schaff das nicht mehr. Und dann so, du musst einfach nur deine Gewohnheit beibehalten. Du musst einfach nur deine Gewohnheit beibehalten. Ich habe gesagt, ich packe dich mit dem Mädchen. Dann habe ich mit mir selbst also diesen Pakt gemacht, zu sagen, okay, du musst nicht mehr meditieren, aber du bleibst mit deinem verfickten Arsch zu dem Stuhl sitzen, du bist nicht in deinem Bett, weil ich hätte 1000 Euro dafür gezahlt, dass ich einfach mit 20 Minuten früher schlafen gehen könnte. Und es war ja auch niemand da. Es war niemand da, der mich abgehalten hat, außer ich selbst. Ich saß da war mein Bett. Und da, dann war ich, das ging dann wirklich irgendwann so weit, glaube ich, bis ich kann jetzt ja, das ist jetzt absolute Leid von mir, dass ich das vorführe. Ich gehe jetzt irgendwie runter. Egal, im Prinzip. Ohne Spaß, das war wirklich mein Bett. Ich saß dann so da und ich lag wirklich ungefähr, wie soll ich sagen, ich glaube, ich lag so da. Es ist kein Joke. Ich war physisch und psychisch komplett gefickt, aber ich hatte für mich ausgemacht, egal was passiert, wenn du hier weiter drauf gehst, irgendeine Stelle von deinem Arsch berührt diesen Stuhl. Und weil ich diesen Moment noch so krass, also ich, wenn ich das jetzt gerade mache, ich kann es so nachempfinden, wirklich da lag, und ich dann liegst du da, das hat spirituell keinen Wert mehr, psychisch keinen Wert mehr, du trainierst keine Willenskraft, es passiert gar nichts, außer dass du dir 15 Minuten Schlaf klaust. Das ist wirklich alles. Das heißt, du liegst dann da und weißt, okay, es klingelt erst in 15 Minuten mein Wecker. Und vorher nicht schlafen gehen. Und du liegst so da und dann denkst du dir selbst so, komm Leo, wenn du ehrlich mit dir bist, weißt du ganz genau, dass es keinen Sinn mehr hat. Komm, geh einfach rein. Nein, du bleibst jetzt da sitzen. Und weil ich diese, und dann, ich bin ja wirklich 15 Minuten so da geblieben, ne? Und das, es war ja nicht so, dass ich da in diesem Moment so krass meditiert hätte, dass ich dann auf einmal die Erleuchtung erfahren hätte.
Aber der Punkt ist, weil ich in mir selbst weiß, ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt für viele von euch, dieses, ich will es mir wirklich bewiesen haben, ich will es wirklich alles gegeben haben. Wenn du wirklich mal an so einen Punkt gegangen bist, man soll es nicht dauerhaft machen, weil es ist wirklich nicht gesund. Aber wenn du einfach, wenn ich, nachdem ich immer selbst weiß, okay, das ist mein Maximum, ich kann so weit gehen, dass wenn ich einfach, ich kann einfach so weit gehen, dass ich wirklich psychisch einfach sage, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und trotzdem halte ich mich zum Besuch an die allerletzte Richtlinie, die ich für mich selbst gesetzt habe. Dann ist auf einmal für dich jegliche andere Art von Anstrengung, die vielleicht vor anderen schon so, ey krass, ich pack das nicht mehr und das ist mir jetzt echt zu heftig. Tief in dir weißt du, this is like 40%. Obwohl es auch für dich in dem Moment schon krass ist, aber du merkst, und das heißt ja auch nicht, dass du dich jedes Mal, es geht nicht darum, du sollst dich nicht selbst fertig machen. Es geht nicht darum, dass du dann jedes Mal, boah, dann bist du aber erst bei 87%, du hast dich aber nicht wirklich angestrengt. So. Ich weiß, dass wenn das meine 100% sind, dass meine 60% dann schon krasser sind als für die meisten Menschen. Deswegen bin ich totally fein, wenn ich mal 60% gegeben habe. Aber überhaupt mal an den Punkt zu kommen, ist halt dann crazy. Und deswegen, genau, deswegen auch für euch oder auch was, bei Lea waren wir gerade, da wirklich zu verstehen, je mehr du da reingehst, es wird sich einfach langfristig beibehalten. Und genauso auch das mit dem Brief. Ich glaube, ich hätte mich nie getraut, meinen Eltern diese verdammten Briefe zu schreiben. Weil alle reden immer von, kennen das, wenn irgendwelche Leute Stories erzählen und dann gibt es immer diese Aha-Momente, wo du das Gefühl hast, die Menschen durchleben irgendwas und dann kommt dieses und dann wusste ich, was meine Lebensaufgabe ist. Und dann ist, keine Ahnung, meine Mutter gestorben und auf einmal habe ich mir vorgenommen, nie wieder darüber zu reden. Das Ding ist, und ich erzähle mal, ein Teil meiner Story manchmal auch so, weil es gewissermaßen auch true ist. Und das ist ja auch in vielen Fällen von vielen Leuten, die diese Story so erzählen. True, ich meine, klar, wird das natürlich so schön emotional aufgebaut und weiter, ist natürlich auch wichtig, marketingmäßig erzählt. Aber was sau wichtig dabei ist, weil ich das immer wieder bei dir drauf hinsehe: Erstens, du brauchst keinen von diesen krassen Klickmomenten, um zu starten. Brauchst du nicht. Weil das ist nämlich das Gefährliche, weil meistens werden Leute mit guten Storys immer schnell groß. Hier denkst du, oh krass, und die Person hat die krasse Story und die, oh, heftig, und denkst dir, fuck, ich habe noch keine Krebsdiagnose bekommen. Darf ich jetzt so überhaupt Gas geben? Ja. Praying.